Hallo von der Remote Rhein-Ruhr-Stage aus Bülfrath. Der nächste Talk heißt Antennen vermessen und wird von JJX gehalten. Antennen, LoRa, ADS-B, TE, SD, SDR, überall braucht es Antennen, Kabel und Dinge. Wie finde ich heraus, was eine gute Antenne kann und wie kann ich meine Antenne anpassen? Wie unterscheidet sich ein Klingeldraht von einem guten Kabel und was machen Filter? Das trägt uns jetzt JJX vor. Bitte schön. Er zieht es vor, diesen Vortrag ohne Bild zu halten. Jo, moin in die Runde und danke. Dann legen wir mal gleich los. Wie schon gesagt, Antennen sind ja irgendwie heutzutage an jeder Ecke, ganz egal ob im Handy, im Funkkopfhörer und so weiter. Und oftmals nehmen wir es gar nicht so wahr, aber die Hacker unter uns gucken dann schon mal ein bisschen genauer drauf. Und da bestehen Chancen, mit Antennen zu basteln, zu optimieren und so weiter. Und man fragt sich ja vielleicht, was ist das für eine Antenne, was taucht die, wofür kann ich die nutzen, kann ich die vielleicht auch für einen anderen Zweck nutzen, als sie eigentlich mal für vorgesehen war. Und vielleicht möchte ich mir auch eine Antenne kaufen, so zum Beispiel eine WLAN-Antenne, mit sicher ein paar Freifunker dabei. Da guckt man dann immer mal, ja, der Hersteller verspricht was oder der Verkäufer verspricht was, aber kann die das auch halten? Erstmal können wir Funk nicht sehen und tappen deswegen im Dunkeln. Und manchmal kommt auch das Thema Antennen selber bauen auf den Tisch und auch dann muss man ja irgendwie wissen, was man da eigentlich tut. Und dazu braucht man irgendwie Werkzeug. Da gibt es schon seit gefühlt Ewigkeiten professionelle Messtechnik. Die liegt in der Regel auch in einem Preisbereich, der für uns Hobbyisten überhaupt nicht greifbar ist. Also fünfstellig, sechsstellig und wahrscheinlich auch noch darüber, wenn man denn möchte. Nach oben ist ja selten eine Grenze gesetzt. Aber das Schöne ist, es gibt halt auch was wir uns irgendwie leisten können und nicht ganz so weh tut. Das ist der Nano-VNA, das ist ein Visual Network Analyzer, der einen Arbeitsbereich von 50 Kilohertz bis 3 Gigahertz hat. Da kann man schon viele Bereiche, in denen man, die interessant sind und in denen man unterwegs ist, mit abdecken. Da gibt es unterschiedliche Ausführungen von mit SMA oder mit N-Buchsen. Muss man halt gucken, so in dem ganzen SDR-Bereich und so ist man mit SMA-Buchsen wahrscheinlich besser bedient. Muss ein bisschen gucken, es gibt Fälschungen, wie von fast allem heutzutage. Und die sind dann oftmals qualitativ nicht da, wo sie sein sollten, was gerade bei einem Messgerät extrem problematisch ist. So ungefähr 80 Euro muss man dafür hinlegen. Gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Oben links hier, das ist so ein Nano-VNA, kleines Kistchen, zwei Antennenbuchsen, kleiner Touchscreen, paar Knöpfe. Dazu gibt es irgendwie ein USB-Kabel, zwei kurze SMA-Kabel, drei Kalibrierhütchen, wie ihr sie hier seht, und noch ein SMA-Verbinder. Vorausgesetzt, man wählt halt die SMA-Variante. Und damit kann man ein bisschen was machen. Was man machen kann, wie das funktioniert, das zeige ich gleich mal und dann gucken wir uns mal irgendwie einen bunten Strauß an Antennchen an, was man da so sehen kann und was man da vielleicht mitnehmen kann. Nochmal von der Seite gezeigt, es gibt zwei Ports, hier einmal den S11 und einmal den S21. Für unser Antennenthema ist der spannende Port erstmal der S11 und ja, ansonsten USB-Stecker. Hat jeder schon mal gesehen und einen Einschalter. Man kann das Ding standalone betreiben, das hat auch einen Akku drin und sich dann irgendwie mit dem Touchscreen abmühen. Ich ziehe das vor, das Gerät an den Rechner anzuschließen. Da kann man doch deutlich komfortabler und auch noch präziser mitarbeiten und ist natürlich auch zum Zeigen irgendwie besser. Insofern besorgt man sich erstmal die entsprechende Software, NanoVNA QT, kann man auf GitHub finden. Den Link habe ich auch am Ende der Folien nochmal untergebracht. Ist relativ einfach. Kann man einfach runterladen und auf seinem Linux
ausführen, so man dem denn vertraut, und dann geht es auch schon los. Das ist sehr, sehr einfach. Ja, begrüßt wird man dann von einem solchen Programmfenster. Und jetzt muss man wissen, wir können nicht einfach irgendwie loslegen und messen, sondern wir müssen irgendwie unseren Messbereich erstmal immer einstellen. Und jedes Mal, wenn wir unseren Messbereich und die Parameter verstellen, müssen wir danach kalibrieren. Insofern macht es Sinn, erstmal zu überlegen, was ist der Bereich, den ich begucken will. Und ich würde sagen, wir legen mal los mit ganz klassischem WLAN auf 2,4 Gigahertz. Das hat man ja an jeder Ecke, ob es nun in einem ESP ist, in einem Handy, in einem Laptop. Hat sich ja über die letzten 20 Jahre ganz gut verbreitet. Ich habe jetzt mal überlegt, wir gucken uns mal so einen Bereich von 2,3 bis 2,8 Gigahertz an. Und dann kann man sich noch hier die Zahl der Messpunkte einstellen. Ich habe mich mal für 250 entschieden. Je mehr Messpunkte, desto genauer. Je mehr Messpunkte, desto länger dauert die Messung, weil es im Prinzip eine Reihe von Einzelmessungen sind. Das heißt, er wird dann 250 Einzelmesspunkte hier setzen. Muss man immer so einen Kompromiss finden, ob man sich einen schnellen Überblick verschaffen will oder ob man jetzt ein mehr oder minder akkurates Ergebnis erwartet. Die Parameter stelle ich ein, bestätige die entsprechend, und dann geht es daran, das Ganze zu kalibrieren. Das passiert über die SOL Calibration, die kann man hier oben auswählen. SOL steht für Short, Open und Load, und das sind im Prinzip die drei Kalibrierhütchen, die hier dabei sind. Da sollte man immer darauf achten, wenn man sich so ein Gerät besorgt, dass sie auch dabei sind, ansonsten kosten die einzelnen so viel wie das Gerät mit. Der Short ist der hier in der Mitte. Der tut also im Prinzip nichts anderes als den Innenleiter hier, den Pin mit dem außenrum mit der Schirmung zu verbinden. Der Open ist dann der hier links. Der sorgt einfach nur dafür, dass die Abschirmung zu ist und da vorne nichts einstrahlt. Der Mittelpin bleibt aber frei. Und dann haben wir noch die Load. Das wäre hier rechts der silberne, der, wie man hier sieht, auch ein bisschen länger ist. Der hat dann entsprechend noch eine Verbindung zwischen Innenleiter und Abschirmung mit 50 Ohm. Da schraubt man dann den entsprechenden drauf, klickt halt hier drauf, wartet, bis es blau wird, und dann hat man hinterher seine drei Kalibriermessungen und übernimmt die mit Apply. Dann hat man quasi sein Arbeitslevel, auf dem man sich dann mal Antennchen angucken kann. Wenn man dann irgendwie so seit einer Weile in diesem Freifunk- und WLAN-Umfeld rumspringt, dann sammeln sich halt auch diverse Antennchen an. Ich habe mal irgendwie in die Kiste gegriffen und gedacht, ich packe mal ein paar raus, die vielleicht der ein oder andere auch schon mal gesehen hat, im Einsatz hatte oder so, weil sie vielleicht recht verbreitet sind. Und wir gucken mal, was wir da so sehen können. Oftmals, wenn man so Antennen irgendwie sieht in den bekannten Online-Auktionshäusern, dann kommen ja so Sachen, 5 dBi, 8 dBi Gewinn. Das sind alles so Geschichten, die werden wir nicht sehen können. Wir sehen nicht, wie die Antennen abstrahlen. Wir sehen nur, wie gut die Antennen zur Frequenz passen. Aber auch wenn das schon nicht passt, dann taucht auch die Antenne in der Regel nichts. Ich fange mal an mit so einem absoluten Low-Cost-Klassiker hier, TP-Link 841ND, so ein 15-Euro Plaster-Router, kennt man wahrscheinlich, die weiße Butterbrotdose, und der kam mit zwei solchen Antennen daher. Hier sei noch angemerkt, dass WLAN-Antennen im Prinzip einen invertierten SMA-Stecker haben, auch als Reverse-SMA oder RP, Reverse-Polarity-SMA bezeichnet. Das heißt, man braucht hier so einen Adapter, der sollte möglichst hochwertig sein, damit er das Messergebnis nicht übermäßig verfälscht. Ja, jetzt schließt man die also an, und dann kriegt man hier zwei bunte Linien auf seinen Graphen gemalt, das jeweils für den Port 11. Da haben wir einmal hier im Prinzip die Dämpfung, was im Prinzip zurückreflektiert wird. Das wollen wir nicht, wenn wir Sendeleistung aus unserem Sender rausgeben, in dem Fall also die WLAN-Karte, dann soll die Sendeleistung auch möglichst
aus der Antenne rausgehen in die Luft und nicht zurückreflektiert werden in unseren Empfänger. Erstens ist das vertane Leistung und zweitens kann das unseren Empfänger stören. Insofern wollen wir halt möglichst wenig Level hier sehen. Das andere ist der SWR. Und da, je niedriger der Wert, also es ist hier so ein Verhältnis 1 zu irgendwas. Und je näher man an 1 zu 1 ist, desto schöner ist das Ganze. Ich kann hier Marker setzen. Das habe ich entsprechend getan. Ich habe den Nullmarker immer an der Mittenfrequenz von Kanal 1 gesetzt vom WLAN. Das sind 2,412 MHz. Und den Marker mit der Nummer 2 bei der Mittenfrequenz des Kanal 13, was der höchste ist, den wir hier nutzen können, gesetzt, dass man so eine Idee kriegt. Und dann habe ich den Einser jetzt noch dazwischen geworfen und wir sehen so ein relativ unaussagekräftige Kurve, irgendwie alles relativ gleichmäßig und SWR ist okay, aber ist jetzt auch nichts super klassemäßiges. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir das Konzept ungefähr verstanden. 1043V2, auch ein TP-Link, quasi so eine Klasse drüber. Und was sehen wir für ein Bild? Na, wir haben zumindest schon eine etwas definiertere Kurve. Wir haben ja so ein Tal, was gar nicht schlecht, das möchte man haben. Man kann auch schon sehen, dass theoretisch es Unterschiede gibt, leichte, zwischen Kanal 1 und Kanal 13. Wenn man sich das hier so anguckt, könnte man geschätzt sagen, irgendwo im Bereich von Kanal 6 spielt die Antenne vielleicht ein bisschen besser, wobei die Unterschiede jetzt nicht so massiv sind und das in der Praxis wahrscheinlich einfach gar nicht auffällt. Kann man auch mit arbeiten. Das sind aber hier reine 2,4 GHz Antennen. Die sind halt für den einen Zweck gebaut und da spielen sie auch leidlich gut. Was passiert, wenn wir jetzt irgendwie mit einem Dualband-Router konfrontiert sind, sowas wie ein 4300er, der halt irgendwie 2,4 und 5 GHz spricht? Die 5 GHz können wir uns leider nicht angucken, weil wir nur bis 3, mit unserem NanoVNA kommen, aber wir können uns natürlich die Performance auf 2,4 ansehen. Und da war schon immer gefühlt im Einsatz so, ja, er spielt halt nicht ganz so gut im Vergleich zu irgendwie 1043ern, aber das war halt immer nur gefühlt. Hier können wir es dann sehen. Ein VSWR, der auch gleich mal irgendwie so nicht mehr bei 1,3 irgendwas, sondern eher so bei 1,6 liegt. Da können wir dem Gefühlten dann auch noch ein bisschen Zahlen drunter geben. Auch sonst, das Ganze ist natürlich null trennscharf hier irgendwie zu den Seiten. Das heißt, wenn auf den Nachbarfrequenzen was ist oder so, hat die Antenne in dem Sinne keine ernste Filterwirkung. Ja, das wären mal so drei klassische Freifunkantennen. Ich habe dann mal von einem gefühlt 20 Jahre alten D-Link Access Point noch eine Antenne im Keller gefunden. Und was man hier sieht, die ist deutlich kürzer als die anderen, macht aber gar nichts. Wir sehen echt ganz gute Performance hier. Und wir sehen auch, dass sie doch eine deutliche Talbildung hier hat. Also kann man sagen, da trennt die entsprechend schon. Man kann nicht immer hundertprozentig sagen, dass das, was wir hier messen, ist ja quasi immer das Sendeverhalten. Das ist natürlich nicht das Empfangsverhalten, aber normalerweise funktioniert es ungefähr gleich auf dem Sender- und Empfangsweg. Das heißt, wenn eine Antenne miserabel sendet, dann wird die wahrscheinlich auch nicht die tollste Empfangsantenne sein und umgekehrt. Das heißt, klar, wir kommen nicht an das ran, wie wir mit einem riesen Messplatz in entsprechenden Größe und Kosten hinkommen, aber wir kriegen zumindest einen guten Eindruck. Gucken wir uns mal eine andere an. Auch mal zu Freifunkzeiten ganz beliebt gewesen. Ubiquiti Pico Station, einen 2,4 GHz Rundstrahler Outdoor PoE gespeist. Also allein das Bildchen, das ist ja sehr, sehr definiertes Verhalten hier, sehr, sehr krasser Einschnitt. Und wenn wir dann mal auf die Werte gucken, wir legen also unten bei Kanal 1 mit 1,17:1 los, das ist schon ein richtig guter Wert. Und zwischendurch, der beste Spot ist echt 1:1.
Ja, es ist die beste Antenne im WLAN-Bereich, die mir irgendwie so untergekommen ist. Muss man einfach sagen. Und das ist eine relativ kleine, unscheinbare Antenne. Das heißt, es muss nicht unbedingt immer der 30, 40 Zentimeter lange Antennenteil sein. Es reicht auch mal so eine entsprechende. Kommt natürlich darauf an, was man erreichen will, was man für eine Abstrahlcharakteristik haben will. Das sind ja Dinge, die wir hier an der Stelle gar nicht beachten. Wir gucken ja nur, wie gut passt das irgendwie zur Frequenz, auf der wir sprechen wollen. Dann dachte ich mir, nehmen wir doch nochmal den Dualband-Nachfolger aus gleichem Hause und wir sehen hier, ist immer noch ganz ordentlich, aber die 2,4 GHz Performance lässt schon wieder massiv nach bei so einer Dualband-Antenne. Das ist halt prinzipbedingt einfach so. Man kann nicht in unterschiedlichen Frequenzen super sein gleichzeitig, das haut nicht hin. Ja, mal nochmal was mit Kabel, weil mit Kabel irgendwo hinstellen ja eine tolle Sache ist, kann man das besser positionieren, so denkt man. Und das ist das absolute No-Name-Teil, aber die Werte sehen eigentlich ganz passabel aus. Wobei das jetzt auch nichts darüber aussagt, wie viel Dämpfung dieser dünne Klingeldraht hier irgendwie hat. Das heißt noch lange nicht, dass es eine brauchbare Antenne ist. Entsprechend auch nochmal sowas in nicht Rundstrahlcharakteristik, sondern in gerichtet. Auch hier, ja, kann man mit arbeiten mit den Werten. Man sieht so eine leichte Talbildung, aber so richtig heftig ist das nicht. Kann aber sagen, funktioniert trotzdem. Habe ich jahrelang im Einsatz gehabt, das Teil. Und damals war das so, wenn D-Link oder irgendwer was gebaut hat, dann musste DP-Link auch einen Klon davon rausbringen. Und technisch schlechter, sich auch gar nicht ernst zu nehmen, schlechter. Von daher weiß man das dann schon mal einzuschätzen. Wir haben aber nicht nur WLAN, was noch relativ simpel ist, mit einem Frequenzbereich, den man treffen muss, sondern ein absolutes Spezialthema ist irgendwie LTE. Ich habe hier eine LTE-Antenne von LANcom oder so, erwischt, unscheinbares Ding. Aber es gibt ja mittlerweile so viele LTE-Bänder hier, in denen das irgendwie ordentlich spielen muss. Und ich muss eigentlich sagen, dafür, dass das so eine kleine unscheinbare Antenne ist, sieht man hier, dass sie das ganz gut hingekriegt haben. Also sowohl auf 1800 als auch auf 800 MHz zum Beispiel spielt die ganz passabel. Da gehört schon ein bisschen was dann auch zu an der Entwicklung. Ja, das wären so die Antennen, wo natürlich Antennen auch sehr viel zum Einsatz kommen, wäre irgendwie im Amateurfunkbereich oder so. So wahrscheinlich das berühmteste billig Amateurfunktelefon sozusagen, Funkgerät oder auch Quetsche, ist ja so ein Baofeng UV5R und das soll auf 70 cm und 2 Meter arbeiten. Ich habe mal diese Antenne da runtergeschraubt und dran gehängt und ja, auf 70 cm ist die ganz okay. Auf 2 Meter hier unten, 145 MHz, ist sie im Prinzip nicht zu gebrauchen. Das heißt, wenn man sich bis dahin gefragt hat, warum das Ding schlecht performt, dann weiß man es danach. Ja, wir machen ja auch gerne irgendwelche SDR-Geschichten, zum Beispiel ADS-B, also Flugzeugpositionen empfangen oder sowas. Da haben wir mal so eine PCB-Antenne als Vertreter rausgeholt. Kann man mal sehen, eine Antenne muss nicht immer Draht sein, das kann halt auch einfach eine Platine sein. Hat viele Vorteile, kann man relativ präzise und wiederholgenau produzieren. Und ja, ist günstig und handlich und wie man sieht, ist die Performance eigentlich relativ brauchbar. Aber immer nur kaufen ist ja auch langweilig. Man kann ja auch basteln, zum Beispiel so eine klassische Groundplane-Antenne. Und die hätten wir hier. Und ja, ein bisschen, man kann ja ausrechnen, wie lang die einzelnen Teile sein müssen. Dann gibt es auch entsprechende Online-Rechner. Aber ja, auf Maß bauen, schwierig. Weiß man nicht, wie die performt. Lieber ein bisschen länger bauen. Dann VNA dran und abschneiden, bis es passt. Und man sieht hier, nicht wundern, rot und blaue Werte sind vertauscht. Jetzt ist das SWR halt blau hier. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus.
Ja, wie kann ich mir das zunutze machen beim Antennenbau? Ich zeige das mal kurz anhand von der Groundplane für LoRa. Die ist halt einfach genauso aufgebaut worden. Und dann guckt man mal dran und sieht hier so, unsere Zielfrequenz ist irgendwie 868 MHz. Da sind die Werte jetzt nicht super schlecht, aber auch noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Wir sehen, der Sweet Spot ist bei 753 MHz. Das heißt, wir wissen, okay, wir müssen kürzen. Und dann tastet man sich halt ran. Da kann man Stücke kürzen. Jetzt rutscht unser Sweet Spot schon hoch nach 803 MHz. Das ist immer noch ein bisschen weit vom Soll weg. Kürzen wir nochmal. Schon bei 808 und auch unsere Sollfrequenz wird langsam ein bisschen besser. Und wenn wir nochmal abschneiden hier, dann kommen wir schon in den Bereich, wo es besser wird. Da muss man natürlich immer mit einem gewissen Fingerspitzengefühl ran, denn ja, dreimal abgesägt und immer noch zu kurz. Wobei, man kann ja auslöten und neu anfangen. So wild ist es nicht beim Eigenbau. Auf jeden Fall ermöglicht einem das, für ganz schmalen Taler vernünftig performende Antennen zu bauen, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt und sich irgendwie mal ein Stündchen mit dem Thema befasst. Ja, nochmal eine andere, eine kommerzielle Antenne, was ordentliches, außer Seefahrt, eine Seefunkantenne bzw. AIS-Antenne, die also sowohl für die Positionsbarken der Schiffe genutzt werden kann, als auch vielleicht für Sprechfunk. Und man sieht die Performance hier im Bereich um 160, 161 MHz rum, die ist schon tipptopp für AIS. Und hier unten im 2-Meter-Band für Sprechfunk hat die auch nochmal eine ordentliche Stärke. Da weiß man dann, was eine ordentliche Antenne ist. Man kann aber noch mehr angucken als nur Antennen mit der ganzen Geschichte. In der Regel wird man ja auch ein Kabel brauchen zu einer Antenne hin. Das ist der Grund, warum so ein Nano-VNA hier zwei Anschlüsse hat, neben dem linken auch noch den rechten. Und da braucht man dann, um Kabel daran zu vermessen, eine SOLT-Kalibrierung. Das heißt, zusätzlich zu den Short-, Open- und Load-Werten kommt noch der Through-Wert, der im Prinzip guckt, ich schicke an dem einen Port was rein, wie viel kommt davon am anderen Port an. Da ist so ein Käbelchen dabei, damit verbindet man die beiden kalibriert in der gehabten Manier, applied das und dann kann man sich zum Beispiel Kabel damit angucken. Ich habe hier mal ein 3 Meter RG58 mit SMA-Steckern an beiden Enden genommen, ein selbstgebautes. Wenn man Kabel halt selber fabriziert, kann man dann auch schnell gucken, ob die irgendwie in Ordnung sind oder ob man da irgendwie Mist gebaut hat. Und ja, auf 1090 MHz habe ich mal geguckt, weil das für ADS-B jetzt irgendwie relevant war. Minus 2,1 dB kann ich da sehen, die am Port 21, also dem Empfängerport, ankommen. Das ist eine gute Sache. Passt das oder passt das nicht, fragt man sich dann erstmal. Kurz mal im Datenblatt des Herstellers geschaut. Und ja, das Kabel soll auf 100 Meter eine Dämpfung von 55,5 dB haben. Rechnen wir mal kurz auf unsere Länge 1,665, so Pi mal Daumen. Die Buchsen, die da dran sind, beziehungsweise die Stecker, sind mit 0,2 dB im Datenblatt angegeben und wir haben zwei Stück. Macht 0,4, dann kommen da in Summe ungefähr 2,1 raus. Das heißt, irgendwie ist das alles in sich plausibel, was wir da tun. Denn wäre ja auch blöd, wenn wir mit so einem Ding rumlaufen und gar nicht wissen, ob die Messergebnisse passen. Aber irgendwie scheint das alles irgendwie zumindest grob hinzuhauen. Ja, so ein Kabel, ganz simpel, kann man jetzt unterschiedlichste Längen und Typen einfach mit begucken. Aber man kann sich auch noch Filter angucken. Und Filter ist eine ganz spannende Geschichte, gerade wenn wir irgendwie im SDR-Bereich unterwegs sind. Software Defined Radio hat einfach per Definition einen relativ weiten Bereich, in dem der Empfänger empfindlich ist. Und in der Regel wollen wir aber gerade nur einen speziellen Bereich empfangen und alles drumherum nicht. Und das drumherum kann uns ordentlich den Empfang vermasseln. Insofern macht es Sinn, das irgendwie rauszufiltern.
Da gibt es zwei Typen von Filtern. Einmal die, die einen spezifischen Frequenzbereich blocken, so Stoppfilter, und dann welche, die einen spezifischen Frequenzbereich durchlassen, so Bandpassfilter. Gucken wir uns erstmal einen Bandstopp an für FM hier, also klassisch irgendwie Radio, soll gestoppt werden, wenn man irgendwie halt einen Radiosender bei sich in der Nähe hat. Schicken also mal irgendwie, wissen ja, Radio geht halt irgendwie so bei 90 Megahertz los und bis 100 und ein bisschen, und dann schicken wir mal was rein und gucken, was wieder rauskommt. Was uns interessiert, ist hier vor allen Dingen die rote Linie, also S21, das ist das, was sozusagen dann durch den Filter durchgekommen ist, und wir sehen, okay, hier vorne hat er kaum Einfügedämpfung, 0,1 dB, klar, ein bisschen was verliert man immer, und dann geht es hier langsam ab. Und ja, in dem Bereich, wo er dann filtert, ist er mit im Prinzip immer minus 60 dB unterwegs. Das ist ganz gut, das ist ganz nutzbar. Allerdings würde ich sagen, ist er eigentlich ein bisschen zu sehr nach oben verschoben. Ob das jetzt irgendwie ein Messproblem ist oder so, das weiß ich nicht. Das müsste man sich genauer angucken. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass er mal 5, 6 MHz tiefer startet für einen FM-Bandstopp. Aber ansonsten sieht das eigentlich recht sauber aus. Man kriegt die Dinger an jeder Ecke, kann die teilweise auch günstig bestellen und ja, weiß dann aber halt auch nicht, ob das irgendwie was taucht oder nicht. Und wenn man dann ganz viele Komponenten zusammenbaut und dann funktioniert es nicht, dann ist halt die Frage, woran liegt's? Ich habe hier nochmal einen Bandpassfilter im Gegensatz dazu, der so ein bestimmtes Frequenzband durchlässt. Hier seht ihr so einen, der ist für ADS-B, und hier seht ihr halt, dass er im Bereich, wo er nichts durchlassen soll, immer mindestens 50 dB Dämpfung hat. Und dann hier in dem Zielbereich, wo wir sind, nur noch eine ganz kleine Dämpfung von 0, bisschen hat. Das heißt, es funktioniert auch. Der ist jetzt für einen relativ breiten Bereich hier. Aber ist ja okay, der soll nämlich zwei Bänder abdecken. Hier sieht man nochmal, wie ein Filter nicht aussehen sollte. Das war dann so ein, da habe ich mir gedacht, irgendwie performt der nicht, aber ich verstehe es halt nicht. Ja, dann habe ich diese Nano-VNA gekriegt und gedacht, dann wollen wir dem nochmal auf den Zahn fühlen. Und dann kann man es eigentlich ganz gut sehen. Also gegen die minus 50 dB hier ist absolut nichts zu sagen. Das ist eine tolle Sache, aber da, wo er dann performen soll, bei 1090 MHz immer noch, was sind das hier, minus 18 oder so, da kann man halt nichts mit anfangen. Das ist vollkommen unbrauchbar, das Teil. Ja, das wusste ich halt vorher nicht, das konnte ich nur erahnen aufgrund der Performance. Jetzt weiß ich's. So, damit sind wir im Prinzip auch am Ende. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es interessiert. Vielleicht ist das ja ein Gerätchen für euch und vielleicht tappt ihr dann nicht mehr so im Dunkeln. Und genau, wenn ihr irgendwie die Software sucht, die findet ihr hier im GitHub. Wenn ihr irgendwie noch ein paar Graphen und Antennen und Filterzeug sehen wollt, dann könnt ihr bei uns ins ADS-Berry-Wiki reingucken. Da haben wir ein paar Sachen hinterlegt. Wenn ihr uns sprechen wollt, Mumble, wenn ihr gucken wollt, was wir so tun mit Software-Defined Radio, könnt ihr ADS-B gucken. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne Fragen. Irgendwie gibt es ja auch gleich noch eine Breakout-Session, wenn ich die finde. Ja, und dann haben wir jetzt auch 16.30 Uhr. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen interessanten Technikvortrag. Ganz punktgenau. Und wir haben ein paar Fragen reinbekommen. Da gibt es zum einen einmal die Frage noch einmal zu deinen Grafiken, da er jemand hätte gerne noch mal gewusst, die rote und die blaue Kurve, was die nun genau im Einzelnen aussagt. Vielleicht könntest du da noch ein paar Worte darüber verlieren. Ja, ich gehe hier noch mal eine Folie zurück. Also rot und blau ist jetzt nicht irgendwie fix, dass es halt rot und blau ist oder so. Man kann die einfach hier oben frei zuteilen. Das eine Feld ist das rote, das andere das blaue. In diesem Fall ist es jetzt so, dass die rote
Also ich habe hier meine zwei Ports. Der linke Port schickt im Prinzip ein Signal auf mein Kabel und meinen Filter und der rechte Port empfängt es. Und der linke Port hier ist S11, dem habe ich jetzt blau zugeordnet und dem rechten Port S21 habe ich rot zugeordnet. Das heißt, ich sehe auf der roten Linie, was rauskommt. Das ist halt besonders interessant für irgendwie Kabel zu gucken. Denn das ist das, was durch so ein Kabel durchgeht und dann hinterher an meiner Antenne ankommt oder andersrum, wenn ich was empfange, bei meinem Empfänger ankommt. Das Blaue, was ich quasi sehe hier auf dem Sendeport, ist das, was zurückgespiegelt wird. Das heißt, wenn irgendwie Signalanteil im Kabel oder in einer Antenne reflektiert wird, dann sehe ich das hier wieder. Da möchte ich eigentlich immer möglichst wenig von haben. Das heißt, auch wenn ich eine Antenne begucke, dann kann ich nur über die Reflexion gehen, weil ich ja nicht den Empfangsport in S21 zur Verfügung habe. Dann möchte ich möglichst wenig reflektiert haben. Das heißt, da möchte ich quasi unendlich wenig Signal haben im Optimalfall. Ich hoffe, das klärt die Frage. Ja. Vielen Dank. Ich hoffe, das ist jetzt geklärt. Und jetzt gab es noch die nächste Frage von jemandem. Wie würde ich eine PCB-Antenne messen, wo die direkt an einem TRX-Chip auf demselben PCB sitzt? Schwierig. Ohne irgendwie einen Löteingriff im Prinzip gar nicht. Und inwiefern man dann durch das Anbringen von einem Kabel mit Stecker das Ganze verfälscht, ist auch immer schwierig. Solche in sich abgeschlossenen Einheiten kann man im Prinzip nicht sinnvoll damit bewerten. Das ist einfach so. Ja, vielen, vielen Dank. So, dann gab es noch eine Frage im IRC. Da vermisst jemand die total shitty Antennen, also so die Shitshow irgendwie von eBay, Amazon, AliExpress, Scammer, irgendwie gar nichts drin, nur Kunststoff. Gibt es da auch noch irgendetwas oder ist das sowas noch nicht in die Finger gekommen? Ich sag mal so, ich wollte jetzt aus Gründen der Nachhaltigkeit mir nicht extra schlechte Antennen kaufen, deswegen habe ich einfach gegriffen, was ich im Keller hatte und selbst diese No-Name da mit Kabel, wo ich ein bisschen in Hoffnung hatte, dass die genau die Anforderungen erfüllt, die hat dann ja doch noch halbwegs ordentlich performt. Insofern muss ich an der Stelle quasi enttäuschen. Okay, aber vielleicht kann ja jemand sogar, wenn jemand aus Versehen sowas gekauft hat, kann er ja vielleicht noch hinterher irgendwo Kontakt finden oder so etwas mal so zum Spaß vorbeiwerfen, bevor man es wegschmeißt. Genau. So, vielen Dank. So, und dann gab es noch hier noch eine Frage. Könnte man auch zwei gleiche Antennen an die jeweils die Ports hängen, um entsprechend das Empfangsverhalten dann mitzubekommen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ich sag mal, der rechte Port kann nicht senden, der linke Port schon. Also ich kann Antennen immer nur mit dem S11-Port messen. Alles andere geht nicht. Also irgendeine Art Referenzantenne oder so etwas dann an dem Empfangsport irgendwie ist dann schwierig. Ich muss die immer hintereinander, erst die eine, dann die andere. Wenn ich das Umfeld gleich halte und so weiter, dann kann ich das aber dann hinterher vergleichen. Ja, dann ist ja hier noch einiges an Zeit übrig. Hier. Aber da kommt noch eine Frage rein. Er meint, das SkyNet empfängt halt dann das Sendesignal so als entsprechenden Punkt. Ach so, nein, das klappt nicht. Wir gehen da mit ganz, ganz geringer Sendeleistung rein in die Antenne und das, was da abgestrahlt würde vermutlich gar nicht reichen, um auf dem anderen Port was zu empfangen. Also die entsprechende Dämpfung über die Luftstrecke dann dazwischen wäre dann zu groß. Das würde ich so sehen, ja. Okay, dann haben wir eigentlich ja noch einiges an Zeit frei. Also ich weiß nicht, ob hier sonst noch etwas oder ob jetzt hier noch etwas kommt hier. Genau, hier stimmt dann noch jemand, könnte auch eine kalibrierte Shieldbox bauen, aber das wäre dann bestimmt sehr aufwendig, um jetzt irgendeine Freifeldmessung durchzuführen. Ja, klar, man kann den Aufwand treiben bis dort hinaus, dann sind wir aber auch wieder in dem Bereich, wo wir vielleicht wieder besseres Messequipment nehmen sollten und nicht ein 80 € Nano-VNA. Wobei man da auch sicher optimieren kann. Ich bleibe einfach von Kabeln weg, so gut es geht, und habe nicht gerade irgendwie einen Sender groß nebenan laufen.
und dann passt das schon ungefähr, um einen Blick dafür zu kriegen, was man da eigentlich vor sich hat. Das ist nicht 100% akkurat, das ist nicht 100% wissenschaftlich, aber es ist halt die Möglichkeit für einen vernünftigen, vertretbaren Kosten- und Mühenaufwand irgendwie, ich sag mal, eine 90% Aussage zu kriegen zu dem, was man da vor sich hat. Vielen, vielen herzlichen Dank jetzt nochmal auch für die Beantwortung der Fragen. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr reinkommen, könnten wir den Vortrag jetzt auch schon beenden. Und damit, der Applaus kann jetzt erst einmal nur virtuell hier übertragen werden. Wir hätten jetzt die Möglichkeit für Leute, die jetzt auch noch weitere Fragen hätten, jetzt in unseren Breakout-Room rüber zu wechseln. Den Link dazu findet ihr entsprechend im Fahrplan. Und jetzt geht es dann hier 17 Uhr weiter mit Datenethik in der Smart City. Obwohl, hier kommt noch eine Frage rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon hier entsprechend kommt. Wie findet man heraus? Gibt es hier noch die Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen die Aufnahme etwas durchnimmt, in welchem Raumwinkel S12 abstrahlt, also wie nun die Abstrahlcharakteristik noch entsprechend ist? Gar nicht. Also da sagst du leider gar nichts. Okay, dann vielen Dank auch dafür, dass jetzt noch für diese entsprechende verspätete Frage. Ansonsten erst nochmal dann.